erzählen über eine der wenigen nicht trivialen Vorschleifen, die ich jemals geschrieben habe. Denn die meisten Vorschleifen, die man braucht, sind eigentlich gar keine so richtigen Vorschleifen, sondern für each-Schleifen. Obwohl C und C++ und ein paar andere Sprachen auch ja eigentlich total die magische Syntax haben und man ganz viele tolle Sachen machen könnte, aber nie tut. Was vielleicht auch besser ist. Ja, weshalb habe ich das überhaupt getan? Ich wollte so etwas bauen. Weil Aspiring Hackers, manche jedenfalls davon finden, dass so etwas toll aussieht. Und deshalb dachte ich, meine Software braucht auch so einen GUI. Das Problem ist, es gibt zwar ein paar Libs, die sowas versuchen, aber die sehen alle nicht so hübsch aus. Außerdem hat man es noch nicht selber geschrieben, nicht selber gelernt. So, das ist ziemlich viel, ziemlich schwierig. Erstmal wollte ich deshalb den jetzt noch sichtbaren Teil quasi bauen. Sprich, zwei Button-Bars, das ist eigentlich ziemlich simpel. Und ich wollte eine GUI haben, die je nachdem, was jetzt unten da im unteren Hälfte oder oben ist, quasi verschiedene Buttons enabled und disabled und solches Zeug macht, je nachdem, welche Aktionen halt möglich sind. Also in den Original-Start-Quellen steht ja irgendwelche sinnlosen Zahlen mal drauf, aber wenn man eine Applikation bauen will, muss natürlich da was draufstehen. Also was man auch machen kann, wie save oder edit oder open, ist im Prinzip völlig egal. Jedenfalls, manche von diesen Buttons gehen halt und manche anderen Buttons gehen nicht. Das ist der wichtige Teil. Die Frage ist, was macht man mit den Buttons, die nicht gehen? Man graut sie aus. Das Problem ist, wenn man solche Buttons hat und man macht die alle grau, dann sieht das ziemlich langweilig aus. Weil das also sieht so aus, als ob man so eine Menüleiste hätte, die aber überall so kaputt ist, weil diese schwarzen Balken auch drin sind. Deshalb hätte ich gerne gehabt, dass die Buttons so zusammengefasst werden, wenn mehrere Buttons nebeneinander ausgegraut sind. Auch nicht besonders schwierig, doof ist, dass wenn zum Beispiel dieser Eckbutton da, der ja auch ein Button ist, ausgegraut ist, man muss jetzt irgendwie dieses Gesamtding quasi zusammen ausgebaut werden. Ich hatte als grafischen Output eine Vector-Drawing-Library, konkret Cairo, aber eigentlich ist das egal. Also das heißt, man kann halt irgendwie Pfade ziehen und Linien und dann am Ende sagen, ja, füll mir den Pfad oder Stroke, also mach halt die Linie da lang oder füll es halt aus mit einer Farbe. Bedeutet letztlich, ich habe, ich habe so allgemein gesprochen, so einen Knopf, wo jetzt natürlich Save draufstehen würde oder irgendwas anderes. Und dazwischen gibt es jetzt diese Lücke, die vorher schwarz war. Und je nachdem, entweder male ich den Knopf, dann male ich quasi hier so einen Pfad, in ein bisschen Rage-Face-Manier, dann male ich ihn, sage ich halt, füll mir das mit der Buttonfarbe. Und dazwischen mache ich halt nichts, da bleibt es dann eben schwarz, und dann mache ich noch einen Pfad, der macht halt den nächsten Button, dann kriegt vielleicht eine andere Farbe, dann mache ich den auch voll. So weit, so gut. Aber wenn ich jetzt die beiden Buttons beide disabled habe, dann brauche ich im Prinzip diesen Pfad. Von da nach da, dann dieses kleine Stückchen, was das verbindet, dann nach da, dann nach oben, dann nach links, dann dieses kleine Stückchen zurück, dann nach da, dann nach da und dann mache ich einmal einen großen grauen Fill. Ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich das einfach einfacher mache, indem ich sozusagen hier einen grauen Fill mache, dann hier einen kleinen grauen Fill und dann rechts einen grauen Fill. Das sieht dann Mist aus, weil wenn man Anti-Aliasing anhat und verschiedene Flächen nebeneinander alle rendert, dann passieren Dinge, die man nicht will. Also es ist halt nicht gleichmäßig grau, sondern irgendwie komisch. Das heißt, man muss schon die Farbkonstruktion so machen, wenn es richtig sein soll. So, Ende Bilder. Wenig überraschend, dieses eigentliche Code. Das Problem ist, eben habe ich so schöne eckige Sachen gezeichnet. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, gut, wir speichern jetzt irgendwie die Button-Ecken als Koordinaten oder so. Aber wir wollen ja dieses L-Cast-Design von Star Trek haben. Das heißt, wir haben manche Buttons, die haben irgendwie unübliche Formen. Die sind irgendwie kleiner oder noch schlimmer, die haben Kurven. Allgemein gesprochen können die natürlich noch ganz komische Außenkanten haben. Also im Prinzip bräuchte man Möglichkeit, diese verschiedenen Farbkonstruktionen, entweder diese kleinen Kringel oder die größeren Kringel, sozusagen dynamisch zusammenzusetzen. Die offizielle TMD ist, und man macht das natürlich ganz so objektorientiert, das heißt, man macht irgendwie Objekte, die können ja Daten und Code enthalten, und na gut, dann enthält sie halt keine Daten, sondern nur den Code. Das kann man natürlich machen, das ist am Ende inzwischen auch in dem Code drin, aber eigentlich ist das für diese Aufgabe und ähnlich ein bisschen Overkill, weil man hat halt doch relativ viel Boilerplate, weil man irgendwie Klassen erzeugen muss. Und typischerweise würde man es dann auch so implementieren, dass die Koordinaten Teil des dynamischen States der verschiedenen Objekte werden, weil man halt eine Klasse Button hat und die dann irgendwie die Eckkoordinaten hat. Aber eigentlich braucht das gar nicht dynamisch sein. Man könnte eigentlich Code schreiben, der sagt, hier malen wir diesen Button. Was man natürlich machen könnte,
wäre diesen Code in eine riesige Array von Lambdas, also immer jede Linie quasi ineinander verpacken. Das Problem ist ja, einige von den Linien brauchen verschiedenen Kontext. Es ist ja nicht damit getan, dass ich sage, mal einen Button oder andernfalls mal einen größeren Button, weil es gibt fast beliebig viele Kombinationen von zusammengefassten Buttons. Und im Prinzip geht es immer darum, diese kleinen Pfad-Segmente zusammen zu benutzen. Man könnte also ein großes Array von lauter kleinen Lambda-Funktionen machen. Erstens, das gab es damals in C++ nicht. Dann gibt es natürlich inzwischen. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen Overkill. Syntaktisch geht es allerdings. Was man eigentlich bräuchte, ist eine Art Computed Go-To. Man müsste sagen, ja, geh erstmal dahin, mal dieses kleine Pfad-Segment, dann geh dahin. Das heißt, man würde erstmal sagen, Kairo beginnt Pfad. Dann sagt man hier, sind nach unten, dann geh da in den Code, geh nach rechts, dann geh da in den Code, mal das nächste Ding. Das Problem ist, es gibt kein Computed Go-To in C++. Man kann natürlich sagen, es ist gar kein Problem, das ist Absicht. aber das hat mich natürlich nicht aufgehalten. Die Frage ist, gibt es dafür vielleicht nicht irgendwie ein Pattern, was genau dafür erfunden wurde, dieses Problem zu lösen? Stellt sich raus, es gibt ein Pattern für im Wesentlichen genau ein Problem. Dieses Pattern habe ich gefunden, weil The Daily WCF kommt. Ja, das wird dort liebevoll das Fork-Case-Paradigma genannt. Die Idee ist, man kombiniert auf wunderbare Weise eine Fork-Schleife mit einem Switch-Statement in C++. Das sieht, wenn man es unnütz benutzt, so aus. Das ist natürlich relativ schwachsinnig. dass diese Instruktion I++ halt auch nicht so viel besonders viel Magie enthält. Aber die grundsätzliche Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist Teil des Codes. Also auch da war mir schon klar, dass es nicht so ganz vielleicht die offiziersichste Methode ist, das zu lösen, aber es funktioniert. Was ich gemacht habe, ist, ich habe den verschiedenen Teilen dieser Buttonkanten sozusagen lokale Indizes gegeben. Also jeder Button hat sozusagen 6 Fahrtabschnitte, die irgendwie zu ihm gehören. Das ist einmal die 4, die tatsächlich den Button ausmachen, die halt so einmal rum sind, sodass man, wenn man die 4 gemalt hat, sagen kann, fill path mit irgendeiner Fahrt. Und zusätzlich gehören zu jedem Button in die eine Richtung die beiden benachbarten Kanten für die Lücke sozusagen. Eine Funktion gebaut, die heißt NextButtonDrawIndex. Über den Namen kann man streiten, aber was sie quasi tun soll, ist, die sagt mir, ob ich, wenn ich gerade diesen Pfad zum Beispiel gemacht habe, wo ich dann weitermachen muss mit meinem Pfad. Also bei 0 ist das relativ klar, als nächstes mache ich wohl 1. Das geht natürlich nicht. In diesem Teil hier. Und dann muss ich mich entscheiden, entweder ich gehe jetzt hier lang, den Button quasi zumachen, oder ich gehe nach unten über die Lücke rüber, wenn ich so einen großen grauen Block zusammenfassen will. Und je nachdem, also End und Start sozusagen einfach der Button-Index von so einem entweder gekrauten Block oder halt mit dem einen Button identisch, wenn ich den Button selber malen will. Im Prinzip ist das so eine Art Zustandsmaschine, die zwischen, so ein bisschen zwischen 6 Zuständen springt, aber halt gelegentlich dann auch aus diesen 6 raus. Also wenn ich zum Beispiel den Vierer gemalt habe, dann machen wir danach weiter bei sozusagen I+7, Modulo 6 ist 1, also mit der nächsten Kante des nächsten Buttons, der hier unten weiter folgt. Ist der Algorithmus soweit verständlich? Okay. Was man dann im Prinzip tut, man definiert sich für die Standard-Buttons, die man eh hat, also es gibt halt viele eckige Buttons, das macht natürlich keinen Sinn, da Code-Applications machen, im Prinzip noch ein paar Makros, also jedenfalls kann man das tun. Und was man dann am Ende bekommt, sind Funktionen, die im Wesentlichen so aussehen. Male Button, switche über den Index. Und hier haben wir quasi eine große Sammlung, die einfach nur Code ist. Das ist relativ, da bin ich durchaus der Meinung, dass es sinnvoll ist, das ist relativ dichter Code. Also die Information quasi, wie genau mein Buttonbar aussieht, steht jetzt einfach da. Und sogar vergleichsweise strukturiert. Also zwar nicht irgendwie aus einer externen Konfiguration, das ist sowieso egal, weil es immer gleich aussieht. Aber es ist tatsächlich nur noch die Information da, die man braucht, um diese Buttons zu malen. Oder vielmehr, um ihre Outlines zu malen.
Und hier sieht man zum Beispiel auch, sowas kann man halt nicht durch eine einfache Linie abbilden, weil hier dann auch irgendwelche WC-Kurven drin sind. Das ist halt Teil von Boden, das deshalb unnötig gemacht ist. Ja. Und schließlich einen Haufen kreativer Vorschläge. Die erste ist noch relativ unspektakulär. Also im Prinzip ist jetzt die Aufgabe, wir haben in den Google Actions, würde ich mal raten, verschiedene Aktionen, die vielleicht in meinem Button beeinflusst untergebracht werden können oder auch nicht. Und die Aufgabe ist jetzt quasi, diesen Pfad zusammenzusetzen und die richtigen Pfade in den richtigen Farben auszufüllen. Das heißt, am Anfang wird, also in diesen Zeilen wird geguckt, welche Blöcke tatsächlich zusammenhängend sind, also entweder alle zusammen gemeinsam disabled oder enabled sind. Aber vor allem diese Vorschläge ist ja eigentlich spannend. Weil I ist der Block, der Button, wo wir anfangen zu malen, und hier wird quasi immer diese lokale State Machine wieder aufgesetzt. Das heißt, man nimmt sich sozusagen J wird der Zustand dieser lokalen kleinen Button-Mal-State Machine, der wird auf irgendeinen Index gesetzt, Modulo 6 wird das natürlich 0 sein, und dann wird die ganze Zeit hier diese State Machine-Transitionsfunktion quasi aufgerufen, die dann in den jeweils nächsten State geht. Und das sind halt nicht nur, also das sind ja sozusagen lokal immer 6, aber dadurch, dass diese lokale Funktion natürlich auch negative oder größer als 6, größer als 5 große Werte rausgeben kann, kann sie quasi auch in den nächsten und den vorherigen Button fortschreiten oder zurückkehren. Und das ist das einzige Mal, glaube ich, dass ich eine Vorschrift geschrieben habe, die nicht plus plus, minus minus oder mal gleich 2. Und ich glaube, dass das, also die grundsätzliche Idee, dass man damit State Machines abbilden kann, auch unabhängig von der Frage, ob man das bzw. sinnvoll in die GUI abbildet, durchaus hilfreich sein kann. Ja, letzte Bautrop-Idee, glaube ich. Ich meine, das kann